Wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht, dann bleibt dabei! Taschen, Leute! Taschen! Wir sind heute wieder beim Blockhaus, denn es muss fertig werden. Wir haben einiges fertig zu tun. Werden? Ja, nee, im Sinne von, wir haben hier viel zu tun. Es soll halt nicht den ganzen Winter irgendwie in der Kälte stehen. Ja. Weswegen wir jetzt auch direkt wieder ranklotzen müssen. Wir müssen weitermachen, wir müssen angreifen. Wir wollen hier endlich, ne, wie viele Lagen müssen noch rein? 3, 6? Ne, 10. 4 noch. Gott. 10 müssen hoch. Aber das Schöne ist, jetzt nach 2 weiteren Lagen sind quasi die Fenster schon mal geschlossen. Und ich würde sagen, das ist das Minimumziel für heute. Was in diesem Video alles passieren würde, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Verletzung, Blut, Eingeweide, Bauen nach Plan. Und das alles ohne Triggerwarnung. Also bleibt dabei. Ich bin's, der Uwe. Was passiert denn jetzt hier, Uwe? Naja, jetzt werden hier Sachen gemacht. Wir müssen jetzt den riesigen Stamm hier hinten, ich glaube K7 oder so. Ja. Ja, K7. Müssen wir jetzt runterbewegen mit dem Kran und dann raufsetzen. Was haben wir jetzt oder was? Freunde, wir haben ein kleines Problemchen. Folgendes Problem. Hier haben wir die Schlauchlänge ein bisschen unterschätzt, sag ich mal. Das heißt, wir müssen jetzt hier im Nachhinein wahrscheinlich nochmal Schlauch durchschießen, weil hier fehlen ja jetzt noch 4 Lagen. Und ich glaube, das reicht nicht. Also, das ist eigentlich das, was wir brauchen. Ja. Hoppala. Weiß ich auch nicht, was da passiert ist. Müssen wir jetzt im Nachhinein nochmal durchschießen und Schlauch besorgen. Aber das sollte ja hoffentlich kein Thema sein. Gerrit, Probleme sind ja auch... Probleme sind ja immer da, um gelöst zu werden, ne? Das ist alles nur eine Frage des Mindsets. Das ist alles nur Mindset, Leute. Müsst ihr mal dran denken. Da hinten auf die Balken hätte ich hier draufgelegt. Ja, Freunde, Faulheit siegt, wa? Warum, Andi? Warum siegt die Faulheit? Hier fehlt noch ein Stück. Wir dachten, das ist komplett getackert, ist es aber nicht. Und wir können das Ding jetzt nicht schnell drehen, deswegen tackern wir das jetzt einfach über den Kopf. Sagen wir was, wie es ist. Wir haben keinen Bock, es jetzt zu drehen. Ja, weil dann muss ein Kran ranschlupfen und so. Das ist nicht. Aber so jeder der auch. Jedes Ding hier eigentlich? Jo. Du brauchst ein Rollbrett. Vorsicht, Finger. Ja. Weißt du, was ich mit dieser Wolle machen würde? Oh Gott, nein, sag's nicht für YouTube. Ich würde damit einfach so ein riesiges Jägerbett mit auslegen wollen und mich da reinlegen. Lol. So, Freunde. Es wird hier ein bisschen gekrabbelt. Also, ist hier noch falsch rum alles leider. Was denn? Ich würde da in der Tat jetzt auch noch so rankommen. Ja? Du musst dich da jetzt nicht in gefährliches... Achso, dann höre ich jetzt auf. Dann höre ich jetzt ja, genau. Dann lass das mal da. Okay. Schieb mal ein bisschen weiter raus. So. Taka, taka, taka. Also, was halt echt faszinierend ist, wir machen das jetzt seit wie vielen Tagen? 4 Tagen. Ja. Das ist jetzt der 5. Und wie schnell man Routinen entwickelt, ne? Ja, klar. Das geht halt zack, zack. Ihr könnt jetzt bei der Firma anfangen zu arbeiten, sag ich, wie das ist. Wisst ihr, was noch eine Routine ist? Dass wir jeden Morgen uns jetzt eine Schoko-Hafermilch holen. Das ist jetzt unser neues Ding irgendwie. Boah, das schmeckt so lecker. Klare Empfehlung geht raus an die Oatly Hafermilch und auch die Edeka Eigenmarke. Hashtag keine Werbung. Wie hebt man an? Kann ich nicht. Oh, oh, ja, jetzt ist eh over. So, jetzt müssen wir das alles noch so ein bisschen zurechtrücken. Was ist das denn? Ja, pass mal auf. Aber das wird. Pass auf. Oh, 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 Gerrit. Ja, ja, ist alles gut. Vielleicht müssen wir wirklich noch eine Leiter kaufen gehen, leider. Ey, hier merkt man schon, wie geil Holz ist, ne? Wo ich gerade die ganze Zeit drauf saß, ist einfach schön warm. Ja. Hashtag nur gefurzt. Das ist richtig geil. Hashtag warm gefurzt, Alter. Boah. So, Freunde, unser bester Freund, der Schimmler, ist wieder da. A.k.a. Mr. Schimmel, aber nur ein bisschen. Ein bisschen wegen Lagerung, das ist aber normal, das ist überhaupt nicht schlimm. Jetzt sollen wir jetzt einfach so ein bisschen ausfragen. Genau. Ah!
Wir werden jetzt wieder ein paar Fragen beantworten. Und zwar die erste Frage von XX. Was ist denn jetzt mit dem Hobbithaus? Was soll damit sein? Das steht noch. Also wir verstehen natürlich, dass ihr das... Viele haben das gefragt quasi, aber das Projekt ist ja nicht gestorben oder so. Es ist einfach... Gerade sind kalte Temperaturen, beziehungsweise ja, es sind kalte Temperaturen, deswegen können wir jetzt quasi mit dem Leben nicht weiterarbeiten. Und das Blockhaus muss jetzt auch relativ zügig hintereinander aufgebaut werden, damit das jetzt nicht in dieser kalten, nassen Jahreszeit alles am Boden wegfault. Genau. Es ist quasi das Ziel jetzt hier beim Blockhaus, Dach drauf zu kriegen, dass es einfach trocken ist. Ja. Und wenn es dann die Temperaturen zulassen, wie du schon gesagt hast, und der Lehm wieder ordentlich abbinden kann, können wir erst wieder am Hobbithaus weiterarbeiten, weil die Front wollen wir mit Lehmziegeln machen. Fachwerk. Also Freunde, Hobbithaus, unser zweites großes Projekt quasi, ist nicht gestorben oder irgendwas. Richtig. Wir haben es auf dem Schirm. Wir arbeiten aber an dem nächsten Projekt gerade. Genau. Es wird fertiggestellt, sorgt euch nicht. So Freunde, und jetzt wird wieder mal... Ja, ihr tackert, ganz viel ihr tackert, und auch noch ein bisschen ihr tackert. Und wir tackern jetzt noch ein bisschen. Anni, bist du bereit zu tackern? Ich bin so dermaßen bereit zu tackern. Ja, vier kleine Stämme werden jetzt, wie soll ich sagen, getackert. Und dann, nochmal, ihr tackert. Ich glaube, ihr tackert jetzt. Was sind sie dann? Genau, fertig getackert. Fertig getackert. Dann wird noch ein bisschen mit dem Kompriband, Dichtungsband, das war auch so eine Frage. Dann ist mal Mittagessen. Ja, aber nur vielleicht. Ich habe mal kurz Hunger hier. Und dann wird auch weiter getackert. Aber jetzt erstmal tackern, oder? Klassischer Tucker-Content hier. Tucker Talk? Chris Tucker? Chris Tucker, lol. Wer ist denn das von Rush Hour. Rush Hour. Mit Jackie Chan. Muss ich auch mal wieder gucken, Freunde. Geiles Ding. So, alles fertig getackert und jetzt wird geschlupft. Der Kran kommt gleich. Es geht nicht schneller. Weiß ich doch. Ich habe damit auch schon einiges gekrant. Gut. Wir müssen noch Koppelband dran machen. Das ist ein Argument. Das vergessen wir ganz gerne mal. Aber ich habe auch ein paar geschrieben. Was denn? Dass sie Angst haben, dass wir das irgendwo an vielen Dingen dann vergessen haben. Nee. Wir haben immer kurz vorher dran gedacht, aber erst kurz vorher. Herzlich willkommen und wir begrüßen Sie zu einer weiteren Folge Was soll schon schief gehen? Ein Glück haben wir den Kranplatz verdichtet vorher. Oh, Alter, reißt er mir meinen Arm hoch einfach. Sorry. Ey, bist du verrückt? Was soll schon schief gehen? Das ist ja ein ganz komisches Gefühl. Von gerade noch gesagt zum Publikum, dass nichts passieren kann. Wow. So, jetzt aber. Ja, liegt gut. Okay. Der Slupf ist raus. Sehr schön. Oh. Brecheisen sagt nein. Ja, dann bleibt's halt drin, oder? Ein bisschen Metall kann nicht schaden. Mann. Was soll das Ding da raus, Andi? Boah, wenn ich den Spruch hab. So, der ist ja jetzt komplett abgehauen. So Freunde, und der Sponsor des heutigen Videos, ne? Ihr kennt ihn, ihr liebt ihn, ist ein Langzeitsponsor von uns, Rhino Shield. Bam! Rhino Shield ist quasi der Beschützer des Smartphones mit Folien und Handyhüllen. So Anin, jetzt spielen wir Such das Handy. Na komm, such! Komm, wir suchen es! Komm! Wo ist das Handy? Ach, ey. Wo ist das Handy? Weiß es nicht. Hier ist es irgendwo hingeflogen, oder? Echt? Ich glaube ja. Ich hab's. Wo ist es? Wie macht du das? Au. So, jetzt ist die Frage, funktioniert dieses Smartphone noch oder ist Gerrit viel zu nah an meinem Gesicht dran? Das ist jetzt die Frage, Leute. Und? Es funktioniert noch. Ja, jetzt gucken wir uns mal hinter der Hülle das Handy an. So, wir packen den Aal jetzt hier mal aus. Alter, die sitzen aber auch Spacks. Das muss aber auch. Denn so kann der volle Schutz gewährleistet werden. Andreas, ist aus rutschig. Ja, wunderbar. Was willst du mehr? Keine Macken, Kamera. Die Ecken? Ecken sind wunderbar. Guck's dir an, kein Schlag im Glas, alles easy cheesy. So Freunde, und das Handy wird nicht nur geschützt, sondern sieht dabei auch noch verdammt gut aus. Und wir haben auch neue Lieblingshüllen, nämlich die Herr der Ringe Serie.
wo wir auch behaupten können, dass wir da einen großen Anstoß geleistet haben. Ja? Also hier, checkt das alles mal aus. Richtig geile, stylische Hüllen. Und wenn ihr das Ganze jetzt mal auschecken wollt, Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung und mit dem Code XMESSSÖHNE10 spart ihr nochmal fette 10% auf das gesamte Sortiment. Also checkt es aus, unterstützt uns. Vielen Dank dafür. So Freunde, ein kleiner Zwischenstand. So hoch sind wir jetzt schon. Richtig, richtig geil. Und am geilsten finde ich, wie die Wand hinten ist. Richtig schön. Ja, da ist kein Fenster drin, kein gar nichts. Und da kommt später quasi der Kamin hin. Hier so Küchenzeile links. So schräg rechts der Kamin. Alter, wird Hammer. Wie hoch wir jetzt schon sind, ja? So! Anni, nächste Frage. Dass da ein Fundament aus Beton gesetzt wurde, habt ihr vergessen zu erwähnen, oder? Wir haben es in dem Video nicht nochmal gesagt, im ersten Blockhaus-Video, aber wir hatten schon mal ein Video, da haben wir das quasi gezeigt, wie die Homebuild Solution Jungs mit uns quasi ja, fertig gemacht haben. Wir verlinken es nochmal da oben, da könnt ihr raufdrücken und euch das nochmal angucken. Und wir haben noch ein Video natürlich, das verlinken wir jetzt auch mal da oben, wo wir das ganze Grundstück zeigen. Auch ganz interessant, wie das alles mal angefangen hat hier. So, ja, nächste Frage von Alexandros AE. Darf ich fragen, mit welcher Kamera ihr dreht? Ja, das darfst du sehr gerne. Und zwar filmen wir mit der Sony Alpha 7 S3. Und einem 24-70 Blende 2.8 G-Master Objektiv von Sony. Und um drauf, komm, ich hau's auch nochmal rauf. Es ist ein Mikro, Sennheiser Stereo-Mikrofon MK440E? Ich glaube 440. MKE440? Irgendwie sowas. Ja komm, jetzt hau noch die Drohne raus, dann haben wir's. Die Drohne? Oh, aber ey, das ist die DJI Maverick Pro 2. Genau. Aber die mit dem Weitwinkel-Ding von Hasselblad da. Genau. Ja, genau. Das ist so unser Film-Setup. Komm schon, Bruder, komm schon! Was hast du? Ja! Mal auf das Ding. Nachladen, Reload, taktischer Reload, einer, oder? Ja. Oh Junge, jetzt werden hier auch mal Reste weggetackert. So nämlich. Für die Leute, die sich übrigens, ich weiß gar nicht, habe ich das schon mal gesagt? Hier, das Ding funktioniert übrigens nicht, wenn man... Das haben wir vorhin sogar schon gesagt, ja. Ja, also wenn ich jetzt hier so mache, passiert nichts. Gerrit, zeig das nicht im Internet. Damit kommen die Leute nicht klar. Ja, auch mal Vertrauen ins Gerät haben. Ja, das ist so. Da freuen sich die Privatkrankenhäuser. Für die Krankenversicherung. Ja, klar. Ja, Andi, aber ich zahle ja da auch richtig viel für. Ich will ja auch mal was für mein Geld bekommen. Ja, nicht immer nur eins zahlen. Ach so. Hat natürlich Sinn. So ein richtig verkappter Deutscher. Ich hab mein Leben mal eingezahlt. Jetzt will ich auch krank werden, damit es sich gelohnt hat. Naja, sonst, ey. Da blutet einem das Herz, wenn man das am Ende des Monats oder am Anfang des Monats immer sieht. Ja, wir haben es schon gut, dass wir überhaupt versichert sind. Das ist schon geil. Das stimmt allerdings, ja. Da bin ich doch sehr, sehr froh. Jetzt kommt er hier auf die, ja? Ist ja wirklich so. Macht er einen auf den hier? Ja, klar. Freunde, was ist gerade schiefgelaufen? Habt ihr das gesehen im Zeitraffer vielleicht? Vielleicht, der Schlauch ist abgebrochen. Ist einfach abgebrochen. Das ist immer das Gefährlichste, was passieren kann, wenn der Schlauch bricht, wenn er versteht, was ich meine. Freunde, und ihr wisst, was wir meinen, ja? Wir haben das jetzt höchst professionell hier verbunden wieder und neu durchgezogen. Und jetzt ist es wieder schick, ja? Das passt schon. Das muss passen. Ganz schönes Gefrieme mit den ganzen Rohren, Schläuchen, meine ich. Aber passt schon. Das ist immer die schlimmste Wand, weil. Ich hasse wir sie. Sind halt zu zweit. Ja, ja. Einer muss den Kram bedienen, der andere muss. Eigentlich bräuchten wir drei, aber sind wir, ist egal. Eigentlich müsste nämlich links und rechts einer stehen am Anker und einer muss den Kram bedienen. Ja. Und dann müsste die dritte Person die ganzen Schläuche gleichzeitig durchziehen, damit sowas nicht passiert. So wie du es jetzt erklärt hast, sind es ja sogar vier. Ja, vier wären auch gut. Also drei Menschen reichen. Dann wäre einer an der Seite und jeweils ein paar Schläuche, das würde gehen. Aber es geht auch so, wie ihr seht. Sonst wären wir nicht so weit, wie wir sind. Und dann, wie geil ist denn das? Wie hoch die Wand ist, Alter. Es ist. Wie hoch die ist! Geil, ey. Ich meine, mit ausgestreckten Armen. Ja. Das ist geil. Hammer. Ich hab Bock, dass wir den oberen Balken da endlich mal raufkriegen. Ja, das schaffen wir auch noch. Anderthalb Stunden, dann wird's dunkel. Schaffen wir noch. Yes. Anni, was denn da los? Mann, ey, ich hab mich selbst getackert, das kann nicht wahr sein. Ich hab mich festgetackert. Mann, mein schöner Pullover! Hör auf zu lachen, du Opfer! Du hattest lang genug das Bändel. Lass es den Block aus. Ich muss es jetzt abreißen. Mann, hör doch mal auf, ey. Ich hab mich schon, das dachte ich vorhin schon, das rechte Bändel guckt so weit raus, da passiert schon nichts. Oh, da hat er's. Oh. Echt schön durchgejagt. Naja, aber immerhin nicht kaputt. Es geht, ne? Mann, ey. Ey, das muss ich jetzt echt einpacken, ist ja lebensgefährlich. Ist ja geil.
So, Freunde, nächster Tag. Was ist passiert? Wir haben gestern noch, so ein bisschen in Dunkelheit, sage ich mal, mehrere Balken aufgelegt, beziehungsweise ja, den letzten Balken hier erstmal. Jetzt sieht man eindeutig, wie groß die Fenster werden und wie, ja, wie hoch die Fenster werden. Richtig, richtig geil. Also es wurde auf jeden Fall schön hell im Blockhaus. Wir haben jetzt in mühevoller Kleinstarbeit wieder den Wagen hier vollgeladen, um die nächste Schicht komplett legen zu können. Also die Stämme sind halt so dick, ey. So dick! Krass nervig, die halt erstmal zurecht zu sortieren. Aber wir haben es geschafft. Wir schaffen es immer irgendwann, irgendwie. Hat ja jetzt auch nur eine Stunde gedauert, ein paar Stämme zu sortieren. Easy. Easy peasy. Das ist völlig krank. Und jetzt müssen diese ganzen Stämme natürlich auch direkt wieder getackert werden. Und das seht ihr jetzt in einem wundervollen Zeitraffer. Anni, was halten wir denn davon, dass es heute den ganzen Tag regnet? Obwohl super. Es nicht angesagt war. Ich find's richtig geil. Ich lüge euch auch nicht an. Ich würde niemals lügen. Regen ist super. Regen ist ein Scheiß. Jeder, der darüber einen Spruch macht, ist ein Idiot. So, so nämlich. So, Freunde, jetzt haben wir den Salat. Der Balken kommt da drauf und er passt natürlich nicht. Jetzt müssen wir... ist der Plan, den mit dem Kran nach da, also nach links zu ziehen. Damit es hoffentlich ineinander rutscht. Mal gucken, ob das klappt. Anni, was sagst du? Ich sage, das waren schon 5 cm schlecht. Jetzt ist nur noch 2 cm schlecht. Und wir machen 0 gut draus. Hoffe ich. Oh, 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 stopp. Funktioniert nicht. Zurück. So, Freunde, die Kamera war natürlich nicht an. Aber wir haben es geschafft. Wir mussten es eins tiefer einklinken. Jetzt liegt er. War echt gruselig gerade. Die ganze Wand so bam. Ja, jetzt müssen wir den noch zurechtprügeln, aber dann sitzt er auch. Schön. Heilige Mutter. Der nächste Balken liegt. Freunde, es geht voran. Aber heute irgendwie ein bisschen schleppender, wa? Ja, wir mussten sehr viel sortieren und so. Ja, und ist jetzt auch ein bisschen friemiger. Ist der andere schon ab? Nein, nein, nein. Cool. Der ist außen. Sag mal, die Natur will ihr Brecheisen wieder zurück. Sag mal. Oh, Alter. Zack, ist Stand jetzt. Balken sind drauf, viele Dinge sind passiert. Geil. Und warum hat er so viele Einkerbungen? Seht ihr vielleicht gerade gar nicht. Hier kommt komplett der Schlafbereich rüber. Also fast die Hälfte des Dinges hier oben Schlafbereich. Hier kommt dann diese ja, Leitertreppe, dieser Hybrid hier hin. Kann man dann hoch zum Schlafbereich, wird richtig geil, richtig groß. Und hier ist der restliche Raum. Darunter kann man alles nutzen, Eingangsbereich. Also das haben wir uns schön durchdacht, die Sache. Nächste Frage gerät von Rebula. Hut ab, im Wald eine Blockhaus bauen und das in Deutschland. Wäre interessant, in Stichpunkt mal zu hören, wie das geht. Super, dass ihr den passenden Partner gefunden habt. Freue mich auf mehr und eventuell behördliche Details. Ja, da muss man ganz zum Anfang erstmal sagen, wir haben hier zwar Wald auf dem Grundstück, aber das zählt nicht als Wald. Also das ist ein ganz normales Baugrundstück. Das haben wir auch schon ein paar Mal, glaube ich, gesagt in vorigen Videos. Ja, mit Wald drauf. Genau, das ist ein ganz normales Baugrundstück, wo quasi 1000 Quadratmeter von bebaut werden dürfen. Und dann ist eigentlich der behördliche Ablauf wie bei jedem anderen Grundstück. Du musst halt erstmal einen Bauantrag stellen, dann musst du... Lange warten. Nee, Bauantrag ist schon zu früh. Ne? Erstmal musst du dich mit Leuten zusammensetzen, einen Architekten finden, das vermessen lassen, dann macht der Architekt da einen Plan drauf, plant das Haus durch und dann stellst du, glaube ich, den Bauantrag. Das hat alles der Architekt für uns übernommen. Genau. Und dann produziert halt der Partner, ob das jetzt ein normales Stein-auf-Stein-Haus ist oder so ein Blockhaus, das Haus und dann kommt das halt hierher und dann kannst du halt... Nee, dann musst du noch einen Antrag stellen oder nee, dann musst du anmelden, dass du anfängst zu bauen. Das wussten wir tatsächlich nicht. Genau, das hat dann der Architekt im Nachhinein gemacht. Er hat gesehen, ihr habt ja schon eine Bodenplatte gegossen, habt ihr schon einen Anfangsantrag gestellt? Nee, mussten wir das? Ich stell den mal noch nach. Das war ziemlich geil. Ja, und dann kannst du halt anfangen zu bauen und dann ist das irgendwann fertig. Anni, letzte Frage. Mhm. Christian Stichler fragt, Holz aus der Ukraine, in Klammern Oblast Lviv, oder über ein dortiges Unternehmen?
Hammer, wie die das schaffen, gute Ideen dort zu unterstützen. Das ist, glaube ich, eine Aussage für uns, ne? Hammer, wie wir das schaffen, dortige Ideen zu unterstützen. Danke erstmal dafür. Ja, das Holz ist direkt aus der Ukraine quasi, da gefällt, da gelagert, weil es muss ja abgelagert werden, damit es wirklich trocken ist, über mehrere Monate in so einer Trockenkammer auch und dies, das, Ananas. Zwei Jahre vorgelagert und nochmal 6 Wochen in der Trockenkammer, ja, in der Tat. Das ist ja richtig krank. Ja, es kommt also direkt aus der Ukraine und ja, wir finden es auch geil, dass es von da kommt, weil es unterstützt jetzt natürlich auch. Ja, Leute, und ihr habt euch bestimmt schon die Frage gestellt, Andi, hast du da Wichser auf der Schulter? Nein, das ist vom Grubenhaus immer noch dieser Kerzenwachs. Ich krieg den nicht raus. Habt ihr da einen Tipp? Habt ihr schon gewaschen? Geht logischerweise nicht. Also schreibt mal so einen Tipp, wie ich das abkriege. Dankeschön. Freunde, und jetzt wie immer eine Frage an euch. Das ist jetzt weniger Frage als Aufforderung. Ihr nennt uns jetzt genau nur einen, aber auch wirklich nur einen Deko-Gegenstand, der hier unbedingt später ins Blockhaus rein muss. Schreibt's kreativ und schreibt's in die Kommentare. Freunde, damit ist das Video für heute auch schon wieder gegessen. Wir haben eine Menge geschafft. Ich meine, wir haben hier gestartet, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und sind jetzt einfach 4 Lagen hochgekommen. Und es musste wieder eine Menge sortiert werden. Und Alter, wir haben einfach Bock, was er sagen will. Wir machen nächste Woche direkt weiter. Es kommt hier Blockhaus hintereinander, damit ihr demnächst einfach ist Richtfest, seht. Andi. Ja, hi, auch schmeckt das mal. Demnächst ist Richtfest. Ja. Sollen wir vielleicht so einen Richtfest-Livestream machen? Ja, schreibt es einfach mal auch noch in die Kommentare. Ja. Und ich glaube, in diesem Sinne sagen wir jetzt einfach mal Tschüssing. Bis zum nächsten Mal, ne? Samstag, 10 Uhr. Richtig. Also abonnieren nicht vergessen, liken und damit ciao. Ciao. So, Andi, wie viel Euro kriege ich, wenn ich den da jetzt hier so reingeschmissen kriege in den Haken? Ein Fünfer. Ein Fünfer? Oh, Alter, Gerrit, reiß dich zusammen. Ey, Inflation, ich kann nicht so viel. Das geht ja gar nicht. Ja, ist schwierig, ja. Du hast nur einen Versuch. Na gut, und das ich? War nix. Und ich? Von hier, ein Versuch, komm. Wie viel? Ja, auch ein Fünfer. Ja gut, kriegst du Fünfer. Okay, ich stand auch näher dran. Aber ist schon geil. Ja, ja. Ja, ist von hier unmöglich. Also jedenfalls, also so von unten geht's, glaube ich, aber von oben kannst du nicht. Andreas, ich schwöre dir bei Gott, das ist gut. Eieieiei. Dios mio, wo. Und ihr müsst jetzt raten, was ich Andi gerade gezeigt habe. Alter, es war kein Monster Truck, so viel kann ich sagen. Gut. Und auch kein Panzer. Was für ein Panzer? Eieiei, es sind Panzer. So, Freunde. In der Pokémon-Karte, Glurak war's. Ja, genau. First Edition. Ich habe ihm gezeigt, wie ich meinen Glurak First Edition für 34.000 Euro verkloppt habe. Kostet so viel? Ich glaube ja, in der Tat. Wenn das so. Menschen sind so dumm. Wenn das so in diesen Dingern da eingeschweißt ist, so auf Erstauflage und richtig kranker Qualitätsstufe, so mega zentriert, ja, und weiß ich was nicht. Hey, ich hab Yu-Gi-Oh! Spiegelkraft, First Edition. So nehme ich. Die waren wertvoll. 35 Euro. Hey, war meine krasseste Karte. Ja, gut. Ja. Spiegelkraft, Alter, war eine gute Karte. Ja, das ist eine Glitzerkarte. Mhm. Okay, genug Nerd-Talk, jetzt ist Schluss. So, Freunde, damit ist das Video für heute jetzt auch schon wieder gegessen, sag ich einfach mal. Und wie schnell der Typ da gefahren ist. Das müssen wir nochmal machen. Alter, was zum Teufel. Schön in der 70er-Zone. Zurück.